Okay, das ist bloß ein Licht. Aber hier. Ist sie kaputt? Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwo dasteht, wie oft wir uns wiederbeleben lassen können von unserer Drohne. Aber das müsste eigentlich auch begrenzt sein, vermute ich mal. Okay. Ja, Schrotflinte bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ich meine, bei Metal vorne finde ich die schon geil. So gerade Metal vorne Frontline, die Schrot, die gefällt mir schon. Aber so in den meisten Spielen nutze ich die eher wenig. Comic-Seite aufgehoben, ja. Wir gehen mal kurz drauf und ihr könnt es ja, wie gesagt, pausieren, wenn ihr das sehen möchtet. Bloß wenn ich das jetzt alles vorlese und so, das würde den Rahmen sprengen. Das sind ja jetzt nicht unbedingt so wichtig für die Story. Ist wohl geil so für die, ich nenne es mal, Immersion, sag ich mal so halt. Also für die Glaubwürdigkeit der Welt, sag ich mal so, da finde ich sowas schon geil. Aber jetzt aus dem Let's Play würde das jetzt wahrscheinlich ziemlich rausreißen, wenn ich jetzt ja anfangen würde, das vorzulesen und so. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, zu dem Zug schon mal nicht. Okay, ja. Ich wollte es aber trotzdem mal machen. Einfach, weil ich es kann. Oder was auch immer. Das ist ja eine Art Zug. Halt, ja. Ja, ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wie viele Kapitel es überhaupt hier gibt. Also, ich kann mich dran besinnen, dass ich eine ganze Weile dran gespielt habe. Kann aber auch sein, dass ich einfach nur schlecht war. Oder ich das auf einen höheren Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Ja. Achso, wir müssen jetzt eigentlich erstmal bloß... Ja. Wir müssen sie zuerst nach unten bringen. Machen Sie sich auf den Weg rüber zum Abschusstor. Stoppen Sie an das Karabären. Damit können Sie runter in den Canyon fahren. Was war das? Ist das jetzt irgendwie radioaktiv verseucht oder was? Ich denke mal, die Videos, also diese Parts dürften nicht ganz so groß sein, weil die jetzt wieder relativ dunkler sind, weil es halt Innenbereiche sind größtenteils. Und die vorher, also die richtig riesen Level, das waren ja eher die, die halt, also, wo man so einen riesigen Weitblick hat. Ui! Okay, die Kameras halten wenigstens nicht so viel aus. Okay, das ist der Aufzug, wo wir hin müssen, höchstwahrscheinlich. Ja. Da schauen wir uns erstmal noch mal kurz um hier. Ja, ich glaube, das geht jetzt zur unteren Ebene. Ebene, so rum. Ja, die Audiodatei, ja, habe ich zuvor auch schon gesagt, die wird über den Controller abgespielt. Ihr würdet das nicht hören und außerdem habe ich die sowieso deaktiviert. Ja. Geil, wie riesig das auch ist. Ja.
Ja, vermutlich werde ich die Videos, also was ich jetzt gerade aufnehme, erst am Sonntag hochladen können. Ja, vielleicht schaffe ich morgen Vormittag Zeus, eins hier oder ist zwei. Hören Sie. Ende. Zeus, bitte kommen. Ende. Weil ich fahre Nachmittag weg, also zu ein paar Freunden halt, ja. Ja, und bin dann auch erst abends wieder da und ich glaube, abends fange ich dann nicht an, wieder noch hochzuladen. Beziehungsweise würde sich das wahrscheinlich gar nicht lohnen. Aber wie gesagt, ich habe ja eine ziemlich lahme Leitung. Kommt natürlich auch auf die Größe der Videos drauf an, also wenn die nicht ganz so groß sind. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil das auch relativ dunklere Level sind. Ja, na gut, werden wir sehen. Für euch ist es ja egal, wann die hochgeladen werden. Ich habe ja sowieso schon einen Puffer von, ja gut, 2 Monaten oder so. Gut, die 15 Uhr Parts sind vielleicht 1 Monat oder 1,5 Monate, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber egal, also wo ihr das jetzt seht, habe ich schon, ja, keine Ahnung, mindestens 2 Monate Puffer wieder oder so. Also schon fertig aufgenommen und hochgeladen. Außer ich komme aus irgendwelchen Gründen nicht zum Aufnehmen, aber ja, ich zocke eigentlich fast jeden Abend. Gut, gestern habe ich mal nicht gezockt. Ja. War schon ziemlich cool mit dem Logistikzentrum. Also ich nenne es jetzt einfach mal so. Bloß ich dachte nämlich erst, dass das jetzt so als Extra-Level wäre, dieses Logistik-Dinger. Das hatte ich so ganz dunkel in Erinnerung, also wo ich das dann erst so gesehen habe. Und da dachte ich, das wäre ein Extra-Level, dass diese Episode, die oben war, viel länger war. Ah, wir haben doch unsere Drohne. Warte mal, jetzt muss ich erst mal... Ja, ich habe schon zu Beginn gesagt, ja, ich wette, ich vergesse das. Aber gut, wir haben dran gedacht, beziehungsweise ich. Warum wechselt denn da immer dann zu der anderen Waffe? Hier scheint nichts zu sein. Ja, nach Kühlzone, also wenn das fertig ist, werde ich mit oder vorne Heroes 1 und 2 aufnehmen. Freue ich mich auf jeden Fall schon riesig drauf. Das sind die einzigen mit oder vorne Teile, die für mich blind sein werden. Aber das dauert noch ein bisschen. Achso, ja, stimmt. Ja, Dreieck ist Waffenwechsel. Okay, hier kommen wir nicht lang. Ja, und die letzten, na gut, für euch sind das jetzt keine letzten, also nicht mal die letzten beiden Parts, die ich jetzt meine, aber bei der letzten Aufnahme die beiden Parts, die habe ich etwas länger geschnitten. Ich hatte die Wahl, entweder machst du die 16 Minuten oder jeweils 24 Minuten. Und ich dachte, nee, machst du 24 Minuten draus. Bei 16 Minuten müsste ich ja halt, also wären das 3 Parts gewesen. Und so waren es halt bloß 2 Parts. Weil, wie lange ich die Videos schneide, das kommt dann immer drauf an, wie lange die Aufnahme ist und wie ich das so verteilen kann. Meine Referenz von Länge her ist immer 20 Minuten so in der Drehe. Und meistens geht es genau auf, dass es so um die 20 Minuten sind, was aber jetzt in der letzten Aufnahme nicht so der Fall war. Ich dachte mir, naja, 60 Minuten wäre vielleicht ein bisschen wenig. Obwohl die ersten, wo ich angefangen habe, habe ich die Videos eigentlich fast alle 60 Minuten gemacht. Aber wer beschwert sich schon über ein längeres Video, sag ich mal so halt. Also zumindest, wer beschwert sich über ein längeres Video, was halt, was er schaut, ja. Finde ich natürlich geil. Das hatte ich gar nicht mal so in Erinnerung. Diese Container, da wohnen die drinne. Das ist ja geil.
Also nicht, dass die jetzt drinnen wohnen, aber ich meine halt so die... Dass sie das so umgesetzt haben, das Spiel halt. Also so... Ja. Einwohner von Container City, hier spricht Tyron. Unter euch ist ein Shadow Marshal. Ich will ihn tot. Ich glaube, die greifen uns jetzt nicht an, oder? Also diese Einwohner. Okay, ob das jetzt überhaupt so gewollt ist, keine Ahnung. Ein Dossier aufheben. Ja, wie gesagt, könnt ihr ja gerne pausieren, das Video. Okay. Na, ich wollte schon sagen, hier, da wird uns doch jetzt nicht angreifen, aber ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis meine Männer sie finden oder meine Leute sie melden. Audio. Könnt ihr ja nochmal probieren? Okay, wir hören nichts. Aber woher wissen die eigentlich, dass wir jetzt ein Shadow-Marshal sind, weil wir hatten doch garantiert nicht die Uniform dafür an, also wo wir jetzt ja durch die Grenze gegangen sind halt. Also zumindest kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Dieser Mann wird heute vor euch gebracht, weil er etwas gewonnen hat. Etwas, dass ihm nicht gehört. So, ja, ich wollte keine Zivilisten treffen, deswegen habe ich etwas gezögert. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche negativ Auswirkungen hat, genau so hieß das Wort. Meine Güte, ey. Aber ich glaube mal nicht. Ja, können wir garantiert. Ja, oder? Hat er gerade angezeigt. Ja. So kommen wir natürlich auch rüber. Was mich nervt, dass da immer die Waffe wechselt. Ich meine, das ist ja bloß ein Knopfdruck zum Zurückwechseln, aber das hättet man eigentlich noch beheben können. Wo müssen wir jetzt lang? Warte mal, hier haben wir nochmal so ein Audio-Aufnahme-Gerät, Datei, Gedöns. Okay, hier lang. Brüder der Blackhand, bringt den Shadow Marshal zur Strecke. Können wir uns eigentlich irgendwie... Ui, fuck! Nein! Oh, jetzt habe ich mein Adrenalin eingesaut. Ich wollte mal gucken, ob wir jetzt irgendwie uns auch neigen können.
Also so seitlich oder so. So, versuchen wir den mal lautlos zu killen. Ja, ich habe gehofft, dass ich die nach und nach lautlos ausschalten könnte. Aber geht's doch nicht. Oh fuck! Ich muss aber echt mal ein bisschen mehr in Deckung gehen. Ich bin dann immer zu geil drauf, die abzuschießen. Achso, L1. Okay. Ja, lad nach. Kein Adrenalin. Ach so. Da kann uns sozusagen immer bloß wiederbeleben, wenn Adrenalin verfügbar ist. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Da hätte man das auch geklärt. So, ich würde sagen, es bleibt erstmal so ein bisschen hier hinten. Laden wir nochmal nach. Ich muss jetzt mal kurz was schauen. Okay. Also die Magazintrommels, die scheinen die Kugeln richtig rausmodelliert zu haben. Das finde ich ja mal geil. Beim Vorgehen. Teilen war das, glaube ich, immer bloß so eine Textur. Bei Teil 3 und so weiß ich das jetzt nicht genau, aber ich vermute mal, das war da auch Textur, einfach bloß. Ja, das geht aber so schnell, man kann das nicht ganz so erkennen, aber doch, das sieht fast aus wie als wurden da die Kugeln richtig rausmodelliert. Was heißt rausmodelliert? Die haben eine Kugel wahrscheinlich modelliert, sag ich mal so. Die dann ja mehrmals dort im Magazin reingedingst, also reinkopiert halt. Beziehungsweise vielleicht auch bloß eine halbe Kugel, weil wir sehen ja immer bloß eine Hälfte der Kugel. Also zumindest was jetzt hier in dem Magazin ist. Ja. Nachladen. Ja, aber wie gesagt, das ist gut zu wissen mit den Adrenalin, also ja. Ergibt auch Sinn, also dass wir mit so einem Blitz wieder zum Leben erweckt werden oder geheilt werden oder so. Aber gut, dadurch wird wahrscheinlich das Adrenalin freigesetzt und das ist gut, ja.
Also ergibt zumindest mehr Sinn, als wenn man sagt, oh, das ist bloß normaler Elektroschock. Elektroschock. Oh, ich kann heute gar nicht mal quatschen. Was ist denn hier los? Ja. Aber wenn man das hier so sieht, das erinnert so ein wenig so an die Shuttle-Reparaturhallen aus dem ersten Teil, so ein bisschen, finde ich jetzt gerade. Ich meine, die waren jetzt nicht so riesig und so halt, aber so ein bisschen mit den Blöcken und so, ja, das erinnert einen so ein bisschen daran, zumindest mich jetzt in diesem Moment. Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Comic-Seite. Ja, so. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, einfach pausieren das Video. Ich hoffe, dass man da überhaupt was erkennt, weil 720p, aber ich denke mal schon, also... Auch 720p können geil aussehen, gerade wenn sich das Bild oder so nicht bewegt oder nicht groß bewegt. Und das ist ja bei dem Comic der Fall. Und das kommt natürlich auch auf die Größe des Bildschirms drauf an. Also je größer der Bildschirm gestreckt ist, desto schlechter sieht es aus. Ich merke ja selber, ich hatte vorher 55 Zoll, also den Fernseher. Und wo ich mir den neuen geholt habe, letztes Jahr, Ende letztes Jahr, November glaube ich, habe ich 65 Zoll. Und da merkt man schon, gerade bei 27p oder so, das Bild ist dann doch schon ein bisschen unschöner, sag ich mal so. Weil das halt auf eine größere Fläche gestreckt ist und ich sitze aber auch unmittelbar davor, also ja, vielleicht 2 Meter vom Fernseher. Ja. Ist auf jeden Fall ein schöner Kinoeffekt. Aber wie gesagt, es hat dann immer so ein bisschen den Nachteil, gerade bei so älteren Spielen, dass die natürlich dann dementsprechend schlechter aussehen. Obwohl ich das bei PS2 jetzt nicht so das Problem habe, weil durch meinen PS2-Konverter wird mir das ja dann in auch in so ein Soft-HD ausgegeben. Und das sieht dann doch schon besser aus als damals noch auf dem Röhrenbildfernseher.